geht's. Ja, hier parallel fährt mit uns auch die Linie 380 und die Linie 181. Jetzt fahren wir sozusagen über die Berliner Brücke. Nächste Haltestelle, Berliner Brücke. Damals, wo die Berliner Brücke noch nicht war, dann sind die Autos unten lang gefahren und da war dann ja, so ein Güterbahnhof sozusagen. Dann gab es da immer ja, unendlich lange Staus, die Autos immer auf warten mussten, bis ja, diese Güterstrecke frei war. Und da das auch ein, wie gesagt, ein Güterbahnhof sozusagen war, hat das immer ein bisschen länger gedauert, weil wenn irgendein Zug rangieren musste, musste natürlich auch wieder die Schranke runtergefahren werden. Das hat immer unendlich lange gedauert, sodass man sich dann irgendwann dazu entschieden hat, die Berliner Brücke hier zu bauen. Warum jetzt genau Berliner Brücke, kann ich nicht sagen. Und auf jeden Fall der Stadt Berlin. Und deshalb hat auch die Haltestelle hier, die wo wir jetzt gerade sind, diesen Namen erhalten. So, Berliner Brücke. Will jemand rein? Will jemand raus? Raus will jemand, das ist gut. Rein wollte auch jemand. Mal raus. Jemand? Ja, plus minus null weiterhin. Wir sind pünktlich, das ist sehr gut. Hier vorne würden wir nur 20 fahren. Ein Schild, das wir läuten sollen, damit auch kein Fußgänger hier nach Robakuit anfahren. Nächste Haltestelle, Schalker Meile, Meile der Tradition. Schalker Meile, Meile der Tradition. Ja, Schalker Meile, das war mal damals ein Projekt der Stadt Gelsenkirchen, um diesen Stadtteil hier zu schönern. Ja. Um den Stadtteil hier zu verschönern. Ich ja, würde mal sagen, das ist, hat nicht so ganz geklappt. Da sind hier in der Realität jetzt mittlerweile die Ampelmasten und alles irgendwie blau eingefärbt, aber irgendwie mehr hat sich hier nicht so positiv. Also war irgendwie mal so ein Programm, da hat man gesagt, ach, wir nennen das Ding jetzt einfach Schalker Meile. Wir hoffen, dass irgendwelche reichen Schalke-Fans hier ein Haus jetzt dann bauen oder modernisieren oder verschönern. Ja, das hat irgendwie nicht so geklappt. Also dieser Abschnitt ist immer noch so irgendwie so ein bisschen, ja, schäbig, würde ich mal sagen. Wobei die Bogestra hat jetzt, wenn ich mich recht erinnere, eine Aktion gestartet, hier alles zu vergrünen. Also das hatte man mal irgendwann mal bei Facebook gelesen. Ich weiß gar nicht, wie weit sie da mittlerweile sind. Aber mal wieder mal langfahren, um das auch mal zu bedachten. So, wir sind am Kennedyplatz. Über uns die A42. Die Autobahn zwischen Bottrop und Gelsenkirchen, wo auch dann die SB20 verkehrt. Also irgendwie ist hier alles sehr eng verstrickt im Ruhrgebiet, was man eigentlich auch durch die Karte hier sehen kann. Alles so eng beieinander ist und ganz viele Linien so kuddelmuddel übereinander gehen, untereinander und nächste ja. Haltestelle, Stadthafen. So, nächster Halt Stadthafen. Hier links jetzt gleich eine Kunststoffproduktion. Weiß ich gerade gar nicht, was da heißt. Gleich links. Alte Norris, glaube ich, ist das genau. Für Norris hier dieses blaue N. Das steht für Norris. Ja, Industrie- und Wohngebiete sind ja im Ruhrgebiet sehr eng vernetzt. Ja, die Firmen haben damals einfach gegenüber von den Firmen Wohnhäuser gebaut. Das hat sich dann auch nie geändert, sodass hier sehr viel Industrie- und Wohngebiete ineinander greifen, sozusagen. Da kommt auch die Haltestelle. Guten Abend. Abend. Wir haben noch Rot, das heißt, wir können jetzt erst warten.
Ja, hier links der Stadthafen, den man leider aus der Umsee-Perspektive dann nicht so gut sehen kann, weil er dann doch noch ein paar hundert Meter weiter ist. Da halten ziemlich viele ja, kleinere Schiffchen mit Containern an. Kohle, Chemie, alles Mögliche. Dann halt die Güter der vielen Industrieanlagen in Gelsenkirchen dann auch abzutransportieren oder halt der Ware anzuliefern. Zusätzlich ist auch noch der Zoll hier in der Nähe. Aber wenn man mal so ein Päckchen oder so bestellt aus dem Ausland und irgendwie der Zoll da ein Problem drin sieht, dann kann man das dann hier abholen. Ach, jetzt wird's ruhig. Nächste So. Haltestelle, Emscher Straße. Emscher Straße ist der nächste Halt. Ja, die Haltestelle haben sie mittlerweile modernisiert. Haben wir auch in Omsi schon angepasst. Das war damals so eine Blechhütte, ja, als Haltestelle und also richtig schäbig. Mittlerweile modernisiert. Ach, da Hey, ist du der fährst andere auf den Kurs, den Turm aufs Kurs, Dom geschossen. der vorletzte Kurs sozusagen, der liegt ja heute. Genau. Ja, und also die Aufgänge hat man immer noch in diesem Metallzustand gelassen, aber die Haltestellen selber haben man mittlerweile modernisiert und dieses Glashäuschen hier ersetzt. Sieht mittlerweile auch ganz schick aus. Aber ich glaube, es hatte keiner gedrückt und es schien auch nicht so, als wäre jetzt einer gestanden. Nee. Gut, weiter geht's. Können wir direkt weiterfahren. So, dann fahren wir mal wieder Nächste 70. Haltestelle, Dürfen wir ja Ebenfahrt nur 50. Allee. Mobilitätseingeschränkte zur Feldhinsarena. Bitte hier aussteigen. Genau, die Mobilitätseingeschränkten bitte hier aussteigen, dann zur Felddienstarena, da die Haltestelle Felddienstarena keinen Aufzug hat. Was in meinen Augen eigentlich ein No-Go für eine Arena wie Schalke ist, ja, wo 60.000 Menschen reinpassen. Dann ein Aufzug an der Haltestelle. Also da hat man damals dann etwas zu viel gespart, würde ich sagen. Beim Bau der Haltestelle. So. Ja, für die Leute, die später dann das Add-on-Ruhrgebiet haben, nur mal so ein kleiner Tipp, eine Auskunft. Hier gibt es jetzt in Zukunft eine Rechtsabbiegerspur. Ja, also ihr habt dann nicht mehr, wo ihr über die Hauptspur dann fahren müsst und dann rechts abbiegen müsst, sondern ihr habt jetzt eine separate Rechtsabbiegerspur. So wie auch jetzt in der Realität haben wir entsprechend dann auch angepasst. So, weiter geht's Richtung Felddienstarena. Nächste Haltestelle, Felddienstarena. Da hier der Ausstieg in Fahrtrichtung links ist, müssen wir einmal kurz seitlich wechseln. Dann fahren wir jetzt gleich auch das Spiegel aus. Ja, hier rechts zu sehen, etwas leicht hinter den Bäumen, Felddienstarena, blau. Und hier, ach, da sieht man jetzt rechts. Und auf der linken Seite dann jetzt hier unsere Haltestelle. Arena. Ausfahren. Da steigen sie alle schon Schönen aus. Tag. Schönen guten Abend. Jawohl. Na, was macht denn die Frau hier? Rechts in die Felddienstarena gucken. Weiterfahren. Auf der nächsten Haltestelle weiß ich, ist wieder auf der rechten Seite der Ausstieg. So, die Seite wieder wechseln. Haben wir jetzt rot. Signal. Und weiter geht's. Nächste Haltestelle, Wörthersee.
Bergersee ist der nächste Halt. Wir überqueren jetzt gleich die A2, Autobahn zwischen Oberhausen und Hannover und geht dann weiter bis vor Berlin. Ist bei uns im Add-on ja auch nachgestellt worden bis Dortmund-Engelde, also man kann wirklich von Landweg bis Dortmund fahren, wer dabei Lust hat, so eine Fahrt zu machen. Das ist eure Chance, 30 Kilometer mit dem Auto, mit dem Bus Starthaltestelle zu verkehren. So, wir sind hier Bergersee. Rein, noch jemand raus. Auch manchmal nämlich bei dem Ausstieg etwas länger. Wenn aber losfährt, dann geht sofort wieder das Haltestellensignal an. Dabei wollte der eigentlich schon an der Haltestelle los. Kann manchmal passieren. So. Der nächste Halt ist Buer Rathaus. Nächste Haltestelle. Gelsenkirchen-Buer Rathaus. Die Linie endet hier. Genau, so sieht's aus. Gelsenkirchen-Buer Rathaus, die Linie endet. Hier hat man dann umsteigen. Zahllosen erreichen muss. Von etwa. Ja. Tatsächlich. Die Karte geht weiter. Ja, da würde ich sagen, hat sich hier sehr schön aufgehangen. Schade, dass ich nicht euch jetzt noch die Endhaltestelle zeigen konnte und dass so ein dämlicher Bug jetzt hier sozusagen meine Fahrt beendet. Und ja, danke trotzdem fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Linie 302 gefallen. Solltet ihr die 302 auch spielen wollen, dazu benötigt ihr eigentlich nur das Add-on Gladbeck und das Add-on der NF6D. Und dann könnt ihr mit der NF6D fahren. Wer eine kostenlose Straßenbahn hat, der kann es natürlich auch mit einer kostenlosen Straßenbahn hier auf der Linie 302 versuchen. Ansonsten lasst ein Abo da, ein Like da. Ich danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.